Die Käferbohne hat bereits vor 15 Jahren bei Michaela Summer Einzug gehalten. Es gibt wohl nichts, was die engagierte Landwirtin über Käferbohnen nicht weiß. Und dennoch, für ihr neuestes Projekt hat sie sich Unterstützung geholt. Lebensmittelwissenschaftler der Fachhochschule Joanneum haben gemeinsam mit ihr Bonito kreiert, einen Käferbohnenriegel ohne Konservierungsstoffe. Dann war es mir einfach wichtig, die eigenen Produkte und Lebensmittel im Riegel zu verpacken. Von unserem Apfelsaft eben über die Käferbohnen hat man einfach versucht, mehrere Produkte hineinzupacken und eine gewisse Haltbarkeit zu geben. Noch ist Bonito ein Prototyp. Das Rezept steht, an Verpackung und Form wird noch gearbeitet. Im Produktionslabor der Fachhochschule Joanneum werden gemeinsam mit Studierenden auch gefriergetrocknete heimische Tomaten getestet. Diese neue Idee soll dem Konsumenten auch im Winter intensiven Tomatengeschmack liefern. Und für einen weiteren Produzenten wird hier ein Snack aus Äpfeln kreiert. Das Ziel ist, dass man quasi Äpfel möglichst restlos einmal verwerten kann. Man kann auch Äpfel nehmen, die vielleicht jetzt optisch nicht mehr ganz so ansprechend sind oder vielleicht auch nicht so schön gewachsen sind, weil es wird nachher dann sowieso gemust und man sieht das Ganze nicht. Die Lebensmittelexperten prüfen die optimale Zusammensetzung der neuen Speisen, aber auch Bekömmlichkeit, Aussehen und Haltbarkeit. Wir haben hier eine Reihe von Untersuchungsmethoden, die in der Produktentwicklung sehr hilfreich bis notwendig sind, die natürlich ein normaler Erfinder oder jemand mit einer Idee zu Hause nicht hat. Probieren wir es mal. Eine EU-Förderung macht die Kooperation zwischen Kleinproduzenten und der Wissenschaft möglich. Unter dem Titel Fair Chain, also faire Herstellung auf kurzen Wegen, soll die kleinräumige Lebensmittelversorgung gestärkt werden. Momentan ist das ganze Lebensmittelsystem sehr stark globalisiert, aber das kann ja mal sehr schnell passieren, dass wir global diese Dinge nicht verfügbar haben, weil die Logistik nicht geht, weil irgendwo Konflikte sind oder ähnliches. Und dann ist es einfach wichtig, so eine resiliente Lebensmittelversorgung zu haben und die muss kleiner strukturiert sein und die muss regionaler sein, als das der globalisierte Markt heute ist.